Liebe Brüder und Schwestern, Jesus, er möchte heute im Evangelium seinen Jüngern Mut zusprechen, sie trösten, denn irgendwie spüren sie, dass die Zeit des Abschieds kommt, dass Jesus sie verlassen wird. Aber Jesus gibt ihnen diese Gewissheit, dass er nur vorausgeht, um den Seinen einen Platz zu bereiten im Haus des Vaters. Ja, Jesus ist uns vorausgegangen, um uns diese Tür in das Haus Gottes zu öffnen. Er ruft auch uns in sein wunderbares Licht, aus der Finsternis der Sünde und des Todes heraus. Wir dürfen ihm vertrauen, dem Herrn. Er hat die Finsternis des Todes, des Bösen, der Sünde besiegt, die Finsternis des Grabes. Er hat dieses Grab aufgesprengt, er ist auferstanden, er ist der Lebendige. So wird der Herr auch für uns zum Weg. Er möchte unseren Lebensweg erleuchten, möchte für uns Licht sein. Er überwindet die Dunkelheit in uns. Die Sünde, das Böse verdunkelt uns, unser Herz, unser Leben. Er kommt mit seinem Licht, um unser Leben hell zu machen, es zu erleuchten. Er möchte auch unseren Glauben stärken, dass wir ihm vertrauen, dass wir auch dieser Lehre der Kirche vertrauen, dass diese Lehre, die die Kirche offiziell verkündet, wirklich wahr ist. Heute ist auch Muttertag und so sind auch die Mütter ein Bild für diese Liebe und Güte Gottes, die uns sichtbar wird in Jesus Christus. Ja, für diese Liebe und Barmherzigkeit des Vaters. Wo die Liebe herrscht, da ist Licht, da ist Hoffnung, da ist Freude. Und Apostel Johannes sagt, dass Gott selbst diese Liebe ist. Und wenn wir nun ja dieser Liebe Raum geben, ihr folgen, dann ist Gott ganz nahe, dann ist er in uns. Ja, dann breitet sich sein Reich in uns und durch uns aus. Da blüht neues Leben auf, so wie jetzt draußen in der Natur im Mai, wo es so viele Blüten, so viele Formen und Farben gibt, wo sich die ganze Herrlichkeit der Schöpfung präsentiert, die auch ein Abbild ist für die Schönheit, für die Größe des Schöpfers. Ja, Gott ist Liebe, er ist Schönheit, er ist Wahrheit. Und er schenkt uns seinen Sohn Jesus, damit wir diesen Weg hinfinden zum Leben, zum Heil, hinein in dieses Haus Gottes. Ja, geben wir diesem Geist Gottes in uns Raum, diesem Geist der Liebe, der Barmherzigkeit, der Versöhnung. Ja, dann wächst dieses Reich Gottes in uns, durch uns, in unseren Familien. Dann breitet sich dieses Reich der Wahrheit, der Liebe und des Friedens auch durch uns aus. Und schon jetzt werden wir aufgebaut als lebendige Steine zu einem geistigen Haus, wie der Apostel heute in der Lesung sagt. Dann beginnt schon diese Ewigkeit hier und jetzt. Dann haben wir sozusagen schon jetzt Anteil an dieser ewigen Wohnung im Haus Gottes. Dann beginnt das ewige Leben schon jetzt.
Gestern war auch der 13. Mai, der Fatima-Tag. Wir feiern heuer 100 Jahr-Jubiläum. 100 Jahre ist es her, dass Maria, die Gottesmutter, in Fatima in Portugal 3 Hirtenkindern erschienen ist, im Licht Gottes. Ja, sie strahlt, so wie die Kinder es beschreiben, heller als die Sonne. Sie strahlt im Licht Gottes, um uns, ja alle Menschen daran zu erinnern, wo unsere wahre Heimat ist. Nicht hier auf der Erde, sondern bei Gott im Himmel, ja, dass der Himmel die Ewigkeit auf uns wartet. Wie leicht vergessen wir angesichts der vielen Sorgen des Alltags, ja, der vielen Angebote, die uns jeden Tag begegnen, der vielen Dinge, die man scheinbar haben muss, unbedingt braucht, wie leicht vergessen wir, dass nur eines notwendig ist, nämlich diese Gnade Gottes zu bewahren, die uns schon in der Taufe geschenkt worden ist. Ja, diese Gemeinschaft mit Gott zu vertiefen, zu pflegen, zu erneuern. So ruft Maria in Fatima zur Umkehr und zum Gebet auf, weil sie schon sieht, ja, weil sie schon im Licht Gottes sieht, was dieses 20. Jahrhundert an Schrecken und furchtbaren Kriegen auslösen wird. Und sie lädt ein, für den Frieden zu beten. Und das gilt auch uns heute. Der Friede ist nicht selbstverständlich. Der Wohlstand, der uns gegeben ist, ist ein Geschenk Gottes. Er kann ebenso schnell wieder dahin sein, wenn die Menschen darauf vergessen, dass es einen Gott gibt, dem wir Lob, Dank und Ehre schulden, und dass es Gebote gibt, die Gott uns gegeben hat, nicht um uns einzuschränken, sondern um uns diese Freiheit, dieses Glück zu sichern. Ja, der Herr möchte uns stärken auf unserem Lebensweg, uns erfüllen mit seinem Geist. In Fatima haben die Kinder auch die Hölle gesehen. Ja, auch das ist eine Option, die wir vielleicht zu leicht vergessen, die zu leicht außer Acht gelassen wird, ja vielleicht gar nicht ernst genommen wird. Es gibt auch diese Wirklichkeit. Wenn der Mensch sich total der Gnade, der Liebe, der Wahrheit verschließt, dem Angebot Gottes, dann besteht auch die Möglichkeit der Verwerfung. Auch das ruft uns Fatima in Erinnerung. Und auch diese Wahrheit, dass der Herr wirklich im allerheiligsten Sakrament des Altares gegenwärtig ist, in diesem kleinen Stück Brot. Es ist nicht nur Brot, sondern es ist wirklich der Leib Christi, den wir empfangen in der heiligen Kommunion. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir den Herrn würdig empfangen, nicht im Zustand der Gnadenlosigkeit. Nicht im Zustand einer schweren Sünde sollen wir Jesus in der heiligen Kommunion aufnehmen, sondern erst dann, wenn wir gebeichtet haben, damit uns diese Kommunion, ja dieser Empfang der heiligen Eucharistie zum Segen und nicht zum Verderben, zum Unheil wird. Ja, der Friede ist immer bedroht in uns, aber Gott, er möchte diesen Frieden in uns stärken, erneuern. So lädt auch Maria uns ein, dem Herrn zu vertrauen, uns zu erfüllen zu lassen von seinem Licht, von seiner Gnade, von seinem Frieden, ja von dieser Kraft des Auferstandenen, von seinem Heiligen Geist, damit wir glaubwürdige Zeugen sein können für das Evangelium, für die Auferstehung, für diese Hoffnung, die der Vater uns schenkt in seinem Sohn Jesus. Amen.